So, und David, fit oder wie? Sehr gut. Also zusammen, wir legen gleich los. Unsere nächste Übung ist der Drehwurm. Was ihr dazu braucht, ist eigentlich gar nichts Besonderes. Ein Ball, immer natürlich nicht schlecht. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Stiftebecher aus Plastik genommen. Ihr könnt eine Klorolle nehmen, ihr könnt ein kleines gefaltetes Handtuch nehmen, ist eigentlich ganz egal. Vorne stellt euch einfach ein Tor hin mit zwei Hütchen, mit zwei Bechern, mit zwei Schuhen, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann würde ich sagen, David. Darf ich gleich anfangen, oder? Legen wir damit los. Okay, ich schmeiße mal kurz weg und wir starten unsere Übung. Die erste Übung, die wir machen wollen, ja. Versuch mal den Ball nur mit deinem rechten Fuß im Kreis herumzuführen, um dieses Hütchen oder um diesen Deckel da herum. Mit welchem Teil vom Fuß? Am besten mit der Sohle unten, fangen wir mal an. Also okay. Mit der Sohle einmal im Kreis herum. Hopp, also hopp, hopp, hopp. So. Perfekt. Gut. Jetzt spielst du dir den Ball mit der Sohle Richtung Tor nach vorne. Ja. Rollen, läufst den Ball hinterher und hältst ihn vorne mit der Sohle einmal an. Und kommst wieder zum Start zurück. Erstmal okay. Ganz simpel. Ja, nur das mal ausprobieren. Ihr zu Hause natürlich auch. Legt los. Die Sohle ist auf dem Ball. Schaut, dass euer Standbein ein bisschen weg ist von dem Deckel oder rutscht ein bisschen nach. Zur Seite einmal im Kreis herum. Mit der Sohle, mit der Sohle genau, nach vorne rollen, dass er wirklich ins Tor reinrollt und dann auch mit der Sohle im Tor anhalten und gleich wieder zurückkommt. Das üben wir jetzt einfach ein paar Mal. Okay, verstehe. Schau, dass du den Ball wirklich so fest rollst, dass er nachher am Ende von alleine nach vorne in das Hütchentor geht. Gut. Dass du ihn jetzt einmal rollst. Mit Tempo, hinterherlaufen, anhalten im Tor und wieder zurückflitzen. Stehe, okay. Genau. Also wichtig, Standbein weit genug weg, genau. Sonst steht es mir im Weg. Genau. Umrollen, hopp, perfekt. Hopp, super. Vor, nach, ruhig, komm rein. I feel it. Ja, du musst versuchen, mal ruhig zwischen den beiden Hütchen auf der Linie da anzuhalten. Ah, okay. Dann kannst du nachher schneller umdrehen, weil nachher machen wir noch ein Wettrennen gegen euch. Und es geht schneller, wenn ihr dann quasi genau auf der Linie, nicht davor, sondern auf der Linie anhalten. Und jetzt. Perfekt. Genau. Okay. Gut, übst noch ein, zwei Mal. Ich denke, ihr zu Hause bekommt es schnell hin. Und dann werden wir gleich mal ein kleines Wettrennen Kinder gegen David machen. Ich bin gespannt, wer das gewinnen wird. Und hopp, rollen, anhalten und umdrehen. Ich glaube, es reicht, oder? Ja. Kriegen wir hin. Also ich habe es drinnen. Sehr gut. Wir machen ein Wettrennen. Der David macht das Ganze jetzt viermal. Ihr zu Hause macht es auch viermal. Wenn der David das vierte Mal wieder nach hinten gelaufen ist, zum Start zurück, sagt er ganz laut Stopp. Und dann könnt ihr zuhören, während ihr eure Übung macht. Entweder der David ist schneller und hat schon Hopp gesagt und ihr seid noch nicht wieder hinten. Oder ihr seid schneller und dementsprechend bekommt er natürlich hier den ersten Punkt. So. Also Ende ist wieder hier. Ende ist immer, Start ist hier, vor und zurück, das Ganze viermal. Und wenn ihr nachher wieder das vierte Mal hier bist, laut Stopp sagen. Alles klar. Dann sehen wir, ob die Münchner und umländigen Kinder schneller sind oder David, der alte Profi. Bereit, David? Yes, I do can. Auf die Plätze. Fertig. Los. Einmal herum. Sehr gut. Rollen. Anhalten. Und schnell wieder zurück. Anhalten. Und wieder mit der Sohle. Schön oft berühren den Ball, dass der nah an diesem Deckel oder an dem kleinen Kästchen bleibt. Anhalten. Schon Nummer zwei. Schnell zu Hause. Auf geht's, dass ihr die Punkte gegen den David holen könnt. Einmal hopp, 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 hopp. Und wieder rollen mit der Sohle. Anhalten. Zack. Und umdrehen. Perfekt. Letzte Runde. Schnell zu Hause. Auf geht's. Tempo, Tempo, Tempo. Wer bekommt den ersten Punkt? David oder die Kinder daheim. Und zurück noch zum Start. Und stopp. War der schneller? Ich glaube es fast schon. Der David hat zwar alles gegeben, aber ich glaube fast, dass ihr zu Hause eine Chance habt. Wenn nicht, könnt ihr es nochmal üben, Video zurückspulen, einfach nochmal machen, so lange bis ihr den David geschlagen habt. Gut. Wir machen das gleiche mit dem linken Fuß, oder würde ich sagen? Auch okay. Sehr okay. Gut. Magst du es machen? Mir egal, wie du magst. Du kannst, willst du auch mal probieren. Rechnen wir es auch mal. Okay, ja, dann versucht der Michi jetzt mal sein Glück. Okay, ich übe es wieder zuerst. Also gleiche Übung. Gleiche Übung. Linker Fuß. Linker Fuß. Also Standbein ist wieder weg. Einmal herumführen. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Rollen. Anrollen. Hinterherlaufen. Stoppen. Anhalten. Und dann kommen wir wieder zurück zum Start. Linke Seite. Ball liegt wieder neben dem Hütchen. Genau. Neben dem Deckel. Einmal außen herumführen. Rollen nach vorne. Hinterherlaufen. Anhalten. Schaut, dass ihr beim Ziehen mit der Sohle immer vorne die Zehenspitzen nehmt, ja, und nicht die Ferse. Da hat man das meiste Gefühl. Es ist wie in den Händen. Fingerspitzen fühlen mehr als die Ferse. Und los geht's, anhalten. Und hier kommt rein. Ja, so langsam. Also Motor beginnt so langsam. Ist halt bei dem Diesel, ja, bei dem alten Diesel muss man erstmal ein bisschen warm laufen. Scheppel. Anhalten und wieder. Wie ihr zurücklauft, ist glaube ich egal.
Einfach schnell wieder zum Start. Einmal mache ich es, glaube ich, noch. Okay, eine Proberunde kriegt er noch. Hopp, einmal hier sehr gut. Rollen. Anschieben. Gib ihm. Und zum Start zurück. Okay, Wettkampf beginnt. Gut, ich glaube, ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Also, Ball neben Südchen oder neben dem Becher, den wir hier haben. Zehenspitze am besten schon drauf. Standbein richtig stellen. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Michi, gib ihm. Einmal herum. So ein bisschen die Ehre hier. Oh, ja, ja. Und stoppen. Gut, umdrehen. Und gleich nochmal. Nummer eins. Und ab die Post. Einmal herumführen. Gut, viele Kontakte. Anschieben mit der Sohle. Stoppen. Und Michi driftet immer ein bisschen nach links. Seht ihr das? Ja, der Bauch ist krumm. Ja, ja, natürlich. Mein Papa hat immer gesagt, an der Badehose liegt es, wenn der Bauer nicht schwimmen kann. Jetzt gerade. Der schaut an. Und? Der vierte kommt jetzt, ne? Jetzt kommt der letzte schon. Und ich glaube, die Runde gewinne ich. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh, 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 oh. Ich bin mir nicht so sicher. Stoppen. Und stopp. Stopp. Fertig. Mich hat alles gegeben. Ob es gereicht hat, werden wir sehen. Sehr gut. Ich glaube fast schon. Wahrscheinlich schon. Jetzt bin ich warm. Alles klar. Willst du die nächste Variante gleich zeigen? Oder ja, darf ich gleich. Gut? Gut. Wir haben jetzt die Sohle benutzt, also da, wo ihr normalerweise drauf steht. Jetzt wollen wir mal die Außenseite von unserem Fuß nehmen, und zwar jetzt vom rechten Fuß. Der Ball liegt auf der linken Seite, so wie er jetzt bei uns auch liegt. Wir laufen einmal im Kreis eng ums Hütchen, so war der Plan, oder? Ja, genau. Und wir versuchen, den Ball mit dem kleinen Zeh von unserem rechten Fuß im Schuh ganz eng um das Hütchen herumzuführen, ohne dass es rumfliegt. Enge Kurve. Schieben den Ball auch nach vorne und jetzt halten wir ihn mal mit dem rechten Knie an. Oh, das sieht schwierig aus. Ja. Ich muss es nochmal zeigen. Also enge Führung, ja, mit der Außenseite. Schaut, dass ihr nah dran bleibt, aber nicht zu nah. Ja, also am besten nicht berühren euer Hindernis. Und jetzt ist wichtig, um nach vorne loszukommen, einen leichten Schiebekontakt nennen wir das. Also langsam, wenn wir schneller werden, den Ball nach vorne spielen, aber so, dass ihr ihn unter Kontrolle habt. Und der Michi kann den Ball deswegen nur mit dem Knie anhalten, weil sein Körper ganz weit über dem Ball drüber ist. Also wenn der Ball zu weit weg ist von mir, dann komme ich nicht mehr hin. Also muss ich ganz nah über dem Ball sein und dann kann ich ihn vorsichtig mit dem Knie anhalten. Das ist eine koordinative und eine kräftigende Übung. Das probieren wir mal aus. Okay, der Michi kommt schon rein. Er schiebt den Ball in die richtige Bewegung, läuft über den Ball und stoppt ihn mit der mit dem Knie. Okay, ich mach's dann. Ja, ist gar nicht so leicht. Ja, ist nicht so einfach. Genau, also nochmal. Deswegen ist es ja auch der Drehung, ganz nah dranbleiben. Schaut, dass ihr den Ball immer vorne mit der Außenseite, ja, nicht hinten. Jetzt einen Kontakt nach vorne, ein bisschen schneller werden, den Ball fast überholen, beziehungsweise auf die gleiche Höhe kommen. Okay, ich mache noch eine Runde. Gut, letzter Probedurchgang. Können wir schon mit dem Wettkampf starten. Und los geht's. Wow, das ist gar nicht so leicht hier, siehst du. Ne? Ja, ich freue mich schon auf die Variante mit links. Links, dann du. Ja. Und schieben. Tempo aufnehmen und stoppen. Sehr gut. Okay, dann bin ich jetzt raus, hoffentlich auch. Wettkampf beginnt. Es wird schon ein bisschen schwieriger. Kriegen wir hin. Ja. Alle bereit, auf die Plätze, fertig, los. Enge Ballführung, schiebt den Ball schön nach vorne, läuft hinterher und stoppt den Ball. Sehr gut. Und zurück. Und wieder. Und es geht wieder los. Gut. Außenseite. Kriegt man echt einen Drehbogen. Ja, also 6 Kontakte habe ich bei Michi gezählt, dann ist er einmal um den Becher rum. Das heißt, er macht ganz viele kleine, enge Kontakte, damit er wirklich eng rumkommt. Und los geht's. Und der darf schon der dritte Durchgang jetzt. Der dritte, ja. Sehr gespannt. Und am Schieben, stoppen und zurück. Zurück. So, jetzt bin ich der letzte. Entscheidende. Außenseite. Maschine. Schieben. Am Schieben. Und noch zum Start. Und so. Wahnsinn. Fertig ist der Michi. Ihr wart vielleicht schneller, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Schauen wir. Wenn ihr es braucht, trinkt ihr ganz schnell einen kleinen Schluck. Genau. Könnt ihr aber auch kurz Pause machen und was trinken. Und dann gehen wir auf die andere Seite, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Michi, oder?
Und jetzt muss ich meinen unfassbar starken linken Fuß nehmen. Deinen kleinen linken Zeh benutzen. Probier's mal aus. Ich probier's mal aus. Also, ganz eng darum. Hopp, hopp, hopp. Einen Schiebekontakt und über den Ball. Oh, der Ball ist mir schon ausgerutscht. Oh nein. Ja, nein. Also, ihr seht schon, wenn man so langsam unterwegs ist wie wir, dann wird das sogar schwer. Nochmal versuchen. Also, hopp, hopp, hopp. Ganz eng, ganz eng, ganz eng. Über den Ball rüber und ein bisschen schneller runter, sonst rollt der Ball weg. Genau. Ja? Also zu langsam kann ich das nicht machen, sonst komme ich nicht schnell genug runter und kann den Ball nicht stoppen. Ich merke, ich muss es aber nochmal üben. Ja, also, Außenseite trippelt, hopp, 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 hopp. Jetzt schieben, hinterher und stoppen. Oh, ich bin schon fast an den Schuh rangestoßen. Auch nicht optimal. Nochmal üben oder geht's? Ich glaube, ich würde es mal riskieren und wagen. Okay. Gut, genau. Übt zurück oft genug, damit ihr es sauber hinbekommt, weil wenn ihr dann hektisch werdet im Wettkampf, in dem Wettrennen gegen den David jetzt gleich, dann braucht ihr lange, wenn der Ball dauernd weg ist. Deswegen ruhig ein paar Mal mehr üben, kurz auf Pause drücken, noch zwei, drei Durchgänge üben, damit ihr dann jetzt den David die lahme Schnecke schlagen könnt. Der Druck ist natürlich groß gegen mich im Wettkampf, das weiß ich, deswegen genau. Gut, bist du bereit, David? Ja, wenn der Ball mal still liegen würde, bin ich bereit. Guck mal. Auf die Plätze. Vier Durchgänge. Ihr seid auch bereit zu Hause. Auf die Plätze. Fertig. Los. Einmal im Kreis wieder ganz eng herum. Schieben. Und mit Knie anhalten. Und gleich nochmal. Vorsichtig mit der Außenseite. Oft berühren. Zwei, drei, vier, fünf. Und schieben. Und mit Knie wieder anhalten. Nummer zwei. Ich bin gespannt, ob ihr zu Hause das auch schon in dem Tempo hinbekommt. Oh, und noch gibt es mal einen Meniskus. Eins, und zwei, drei, vier, fünf. Super. Und schieben. Und Knie drüber. Oh. Und drüber. Und anhalten. Letzte Runde, David. Komm. Oh. Kämpf nochmal. Ich bin drin. Ja, das sieht super aus. Sehr entspannt. Und trotzdem schnell. Das ist das Geheimnis. Und schieben. Und drüber den Körper. Oh. Und zum Start zurück. Und hopp. Schluss. Ha. Na, sehr gut. War gut, fehlerfrei, David. Was machen wir denn, wenn der Ball hinten rausrollt beim Knierollen? Muss man nochmal eine extra Runde machen? Oder darf man den sich schnell holen? Darf den nochmal holen und konzentriert sich beim nächsten Mal nochmal. Das ist wirklich wichtig, wenn man das zu langsam macht. Ja, wenn ich ganz langsam runtergehe, dann erwische ich den Ball nicht mehr. Also die Bewegung muss ein bisschen schneller sein. Gut, super. Eine Runde haben wir noch, oder? Den nächsten Durchgang noch machen. Dann fangen wir auch du an gleich, genau. Okay. Beim nächsten Durchgang, jetzt muss ich mal kurz, nehmen wir jetzt beide Füße, fangen auf der rechten oder auf der linken Seite an, ist das egal? Auf der rechten, ist glaube ich egal. Auf der rechten Seite. Okay, also, der Ball wird mit der Sohle leicht nach vorne gezogen. Jetzt soll ich jetzt den rechten oder den linken Fuß nehmen? Kannst du den linken Fuß nehmen? Keine linken Fuß nehmen. Also, mit der linken Sohle rüberziehen. Mit der rechten Sohle am besten wieder zurück. Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel. Und wieder hinter dem Hütchen vorbei. Okay. Genau, einfach versuchen, beide Füße zu nehmen, ob ihr die Sohle nehmt, oder den Spann, oder die Innenseite. Hopp. So schaut es also aus. Okay. Und wenn ich einmal rum bin, wie geht es dann weiter? Schieben den Ball wieder nach vorne, mit Spann, schieben, haben wir vorher schon geübt. Schieben. Wir halten den Ball mit der Sohle vorne an. Und jetzt kommt ein cooler Trick, den kann man nachher später auch mal ausprobieren, oder noch in seinem Spiel dann brauchen. Der linke Fuß bleibt bei dir neben dem Ball stehen. Stell dir mal neben dem Ball. Hier ganz nah oder ganz weit? Ruhig so ein kleines Stückchen weg. Ja. So? Genau, so ungefähr. Ja. Der rechte Fuß geht außen am Ball vorbei. Hopp, 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 hopp. Die Zehenspitzen zeigen jetzt gleich zueinander. Hopp. Und die Innenseite von eurem Fuß schubst den Ball nach hinten vorsichtig. Und wir drehen uns links rum und gehen unseren Ball hinterher. Dann geht der Ball wieder genau dahin, wo es herkam. Genau, ihr solltet im Optimalfall Richtung Start zurückrollen. Also nochmal. Irgendwie ums Hütchen rum. Wichtig ist nur, dass wir mindestens jeden Fuß einmal benutzt haben. Genau, hopp, hopp, das sieht schon super aus. Jetzt anhalten kurz. Jetzt können wir ihn wieder schieben, den Ball. Vorne mit der rechten Sohle anhalten. Um den Ball herum außen. Die Innenseite geht zum Ball. Die Zehenspitzen zeigen zueinander. Und diesmal der große Zeh zieht den Ball nach hinten. Okay. Achtet ruhig darauf, dass wenn ihr den Ball nach hinten zieht, dass die Ferse Richtung Po nach oben geht, dass ihr den Fuß nicht abstellt, sondern den Ball nach hinten ziehen,
Die Ferse geht dann so ein klein wenig zu Po nach oben. Okay? Okay, also ich probiere es nochmal aus. Genau, also. Und nach vorne. Und zur Seite. Rüber, sehr gut. Beide Füße sind benutzt. Seite. Schon mal die erste Aufgabe erfüllt. Stoppen. Mhm. Schieben. Schieben, hinterherlaufen. Anhalten. Stoppen. Und Schussfinte. Also die große Zeh schiebt den Ball nach hinten. Und der Rollband David perfekt gerade zum Start zurück. Das sollte euer Ziel sein, dass ihr die Innenseite mit dem großen Zeh den Ball nach hinten gerade zieht. Probiert mal aus. Eine Runde noch Übung. Sehr gut. Schieben. Hopp. Einmal anhalten. Blub. Zehenspitze zusammen. Rollen. Umdrehen. Und zum Start nach Hause. Okay. Ich glaube, ich habe es raus. Ihr übt noch ein bisschen, wenn es noch nicht so geklappt. Wenn ihr es schon so ungefähr hinbekommt wie der David, dann würde ich sagen, starten Wettkampf wieder. Vier Runden. Also viermal mit beiden Füßen um den Ball. Mit dem rechten Fuß nach vorne schieben. Rechts anhalten. Und der große rechte Zeh zieht den Ball nach hinten. Mit der Innenseite vom Fuß. Gut, okay. Schon gar nicht so einfach. Bereit, David? Yes. Okay, auf die Plätze. Jawohl. Fertig. Und los. Vor, rüber. Sehr gut. Nach hinten. Rüber. Stoppen. Anhalten. Schieben. Anhalten. Stoppen. Und der große Zeh schubst den Ball nach hinten und wir drehen uns links rum, dass wir quasi mit den Augen immer gleich dem Ball folgen. Okay. Dass wir uns nicht über die Schulter drehen müssen. Hopp, hopp. Und hopp, hopp. Sehr gut. Schieben, Nummer 2, anhalten im rechten Fuß und Schussfinte mit dem rechten Fuß. Sehr gut, David, prima. Hast du schon mal gemacht davor, ne? Wie muss ich denn den Ball immer stoppen oder kann ich auch versuchen, den Ball direkt durch meine Hand? Du könntest es auch mal versuchen, oben den Ball ohne zu stoppen, mit dem Fuß nach hinten zu ziehen. Probier es mal aus. Nummer 3, David ist schon mutig und probier es mal ohne anhalten. Und hopp, wow, das ist natürlich dann die Profi-Variante, könnt ihr auch ausprobieren. Wichtig ist nur, dass der rechte Fuß auch wieder vom Boden weggeht, dass wir ihn nicht abstellen bei der Schussfindgefahr. Nummer 4 ist es schon, ne? Mhm. Ja, letzte Runde, vielleicht nochmal ohne anhalten sogar. Und ohne anzuhalten und tschupp, nach hinten, perfekt. Und stopp! Stopp. 4 Runden, ihr habt das Stopp gehört, vielleicht wart ihr genauso schnell oder sogar schneller. Wenn ihr ein bisschen langsamer wart, üben zu Hause. Ihr habt die ganze Woche Zeit bis zur nächsten Einheit. Und irgendwann seid ihr auf jeden Fall schneller als der David. Jetzt sagt der Michi nochmal und zeigen, wie es auf die andere Seite ausschaut oder auf der anderen Seite. Gut. Das heißt, den Ball jetzt gegen den Uhrzeigersinn, ja, um die Dose, Hütchen, Stange, was auch immer. Und den Ball natürlich genauso anschieben. Mit dem starken Fuß oder mit dem schwachen Fuß? Oder da würde ich immer davon auch abhängig machen, ein bisschen, wo der Ball liegt. Mhm. Ja, hier ist die Körpermitte von Michael. Wenn der Ball jetzt auf der Seite liegt, dann macht es einfach mehr Sinn, auch den rechten Fuß zu nehmen, ja, und nicht den anderen. Mhm. Ja? So, also darauf ein bisschen achten, auf wo der Ball ist. Den Ball wieder in Schiebekontakt geben. Was kommt jetzt? Hinterher den Ball stoppen mit der Sohle auf der Höhe. Genau, nimm ruhig den linken Fuß, dass wir es auch mal mit dem anderen Fuß üben. Jetzt muss natürlich der rechte Fuß, also das sogenannte Standbein, das steht neben dem Ball, ja? Mhm. Und der linke Fuß. Und zeigt es hin, so oder so. Die Fußspitze zeigt immer nach vorne und die Ferse zeigt immer dahin, wo der Ball auch wieder hingehen soll. Und weil der Ball ja ganz gerade zurückgehen soll, muss die Ferse auch ganz gerade zurück zeigen. Also würde der Michael seinen Fuß seitlich stellen, würde sich der Körper drehen und der Ball würde in eine ganz andere Richtung gehen. Also der Fuß gerade neben dem Ball. Überholt den Ball, Fußspitze, zieht den Ball wieder, der große linke Zeh zurück und wir stoppen den Ball wieder. Okay. Nochmal ausprobieren. Jetzt zusammen. Also. Genau, hopp. Sohle rüber, anderer Fuß, zurückholen, hopp. Wieder rüber und stoppen. Hopp. Und Schiebekontakt anfangen, nach vorne, den Link. Stoppen, genau, Standbein neben dem Ball, überholen, großer Zeh, zieht den Ball zurück, Fußspitze hoch, ausgleichen. Genau, seht ihr schon, wenn man es zu langsam macht, wird es mal nicht unbedingt einfacher, ja? Weil man dann ganz lange Zeit auf einem Fuß verbringt. Das ist natürlich eine Sache auch vom Gleichgewicht. Also versuchen schon eine flüssige Bewegung reinzubekommen. Bleiben wir mal probieren. Gut. Rüber, anlaufen, stoppen, Standbein neben dem Ball, überholen seitlich und die Spitze zeigt es lang. Genau. Gut, einmal mache ich es noch, ich glaube, da bin ich soweit. Einen Probedurchgang macht er nämlich noch, genau, jetzt ist er drinnen. Gut. Also, rüberziehen, hopp. Hopp. Okay. Hopp. Jetzt bist du, hopp. Hast du hinten rum angefangen, hopp. Gell? Ich übe halt gerade ein bisschen länger vielleicht. Du, jeder braucht da unterschiedlich lang, der eine kann es halt ganz schnell, der andere braucht ein bisschen länger. Das ist ja auch okay, die Zeit sollte man auch jedem geben, ja. So. Der Michael ab und zu ein bisschen länger braucht, wissen wir, das ist okay. So, Standbein neben dem Ball, Zehenspitze sind an und jetzt.
Okay, Michael, okay. Fühlst du dich bereit für den Wettkampf? Tipp den ultimativen fünf. Wettkampf. Also, letzte Runde für mich. Michael gibt alles, ihr auch. Alle sind bereit. Ball jetzt auf der rechten Seite vom Hindernis, auf die Plätze, fertig, los geht's. Und mit der Sohle, anderer Fuß wechselt, der Ball ist Startposition und Schiebekontakt nach vorne, stoppen, Standbein neben dem Ball und Schussfinte nennt sich der Trick, super, der Ball ist wieder zurück. Und es beginnt die zweite Runde. Und hier startet schon wieder, gut gemacht, beide Füße sind dabei, ein Schiebekontakt, Ball gestoppt. Natürlich dürft ihr auch beim linken Fuß probieren, den Ball direkt zurückzuziehen durch die Beine. Wichtig ist dabei natürlich, dass euer Standbein immer ganz weit vorne steht, ja, damit der Ball nicht zu weit... Probier's mal. Also, Michael, probier's mal und zieht den Ball zurück. Super gemacht. Natürlich. Na, selbstverständlich. Und letzte Runde. Die letzte Durchgang. Beide Füße sind dabei. Der Ball wird wieder nach vorne geschoben. Nämlich in den Tempo auf, Standbein in den Ball und... Schon super angesprochen. Brillant sah das aus. Fertig. Schluss. So. Wer war schneller? Ihr oder Michael? Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Genau. Vielleicht schafft ihr sogar insgesamt alle vier Runden, die wir gemacht haben. Alle sechs Runden haben wir gemacht. Gegen David zu gewinnen. Ganz genau. Übt fleißig weiter bis zur nächsten Woche. Da sehen wir uns wieder. Ganz viel Spaß. Alles klar. Und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.